Hallo zusammen, heute gibt es Fischkotelett. Fischkotelett ist sehr berühmtes Fingerfood aus Sri Lanka. Bevor ich euch das Rezept zeige, möchte ich gerne ein paar kleine Sachen über meinen Kanal sagen. Wenn ihr gerne deutsche Videos sehen wollt, dann seht ihr dort auf der rechten Seite Videos in German. Denn da findet ihr alle Videos in deutscher Sprache, vor allem Schweizerdeutsch und andere in Tamilisch. Auf jeden Fall findet ihr beide Videos Untertitel. Oder ihr könnt auch Playlisten und dort in Playlisten gibt es verschiedene Playlisten und da gibt es auch Rezepte auf Deutsch. Tamilische und indische Rezepte findet ihr auf deutscher Sprache und alle anderen Rezepte auf Tamilisch. Für Fischkoteletts zum Machen brauchen wir Thunfisch, Kartoffeln, die haben wir im Salzwasser gekocht. Und dann noch Zwiebeln, die habe ich sehr fein geschnitten. Lauch, ich habe jetzt einen Lauch genommen, die habe ich sehr gut gewaschen. Man muss wirklich zwischen den Blättern und so gut waschen. Und dann habe ich fein geschnitten. Als Gewürz Senfkörner, Kreuzkörner, Fenchel, Chiliflocken. Alle Mengenangaben findet ihr in der Infobox, ihr könnt dort nachschauen. Erst gebe ich der Pfanne etwas Öl. Wir müssen einfach vorher die Zutaten aus der Kartoffel alles etwas dünsten. Erst gebe ich Zwiebeln. Und etwas Salz. Jetzt sehen wir, die Zwiebeln ist glasig geworden. So sieht es gut aus. Kann man wegnehmen. Und die gleiche Methode mache ich jetzt auch Lauch machen. Auch noch ein bisschen Salz dazu. Man muss hier wirklich aufpassen mit Salz. Wenn man ihre Zutaten mit Salz dazu gibt, nicht nachher so salzig. Nachher kommt Gewürz rein. Dann gebe ich alle Gewürze in die Pfanne. Und nachher kommt Ton. Und so lange kann man machen eben mit dem frischen Fisch und da mache ich das geht. Alles gut, etwa 3-4 Minuten rühren und dann tue ich dann alles zusammen. Alles gut mischen und jetzt gebe ich Kartoffeln dazu. Die haben wir ja vorher schon gekocht, dann muss man nicht machen. Und jetzt alles gut mischen. Also man muss nicht kneten, einfach nur mischen Kartoffeln. Das ist ja eher als Bindemittel da drin. Dann tue ich mit Pfeffer und Salz nochmal würzen. Wie gesagt, Salz mit Salz abschmecken und schauen, ob das gut ist. Jetzt tue ich alles so formen. Ich habe jetzt mittelgrösse Form genommen. Ihr könnt wie gerne wählen. Dann tue ich jetzt alles so Kugelform formen. Ich habe jetzt ungefähr 28 Stück bekommen. Man kann je nach Größe 25 machen. Jetzt machen wir Panade. Eier, Mehl braucht man für Panade. Jetzt gebe ich 2 Eier dazu. Wie schon gesagt, alle Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Könnt ihr auch nachschauen. Und jetzt gebe ich noch zu, einen Löffel Mehl dazu. Und Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Nur Salz, nur für das. Und
jetzt einfach alles gut mischen. Rühren. Sieht es gut aus. Das kann man auf die Seite legen. Kotelett, Eiermasse und Vanillemehl ist bereit. Vanillemehl wird nicht so viel mehr brauchen. Jetzt nehme ich die Bohnenmasse und gebe ich die Eier. Einfach schauen, dass es rundum sehr schön abdeckt ist und nachher kommt. Da muss ich nicht so gross zeigen, aber wie, wenn man jetzt Finger full Cutlets für den Abend macht und ihr habt so 4 Stunden vorher vorbereitet, dann macht es Sinn, dass man doppelte Panade macht, also dass jetzt nochmal in die Eier und Panade mit dem Knusprig mit dem Schüste schon. Das ist jetzt eine restliche Eiermasse. Ich habe jetzt nochmal ein Ei genommen, weil ich 28 habe. Wenn weniger als 25 ist, nehmen wir das so. Und nachher noch Goldbraun. Ich habe jetzt für alles so circa eine Stunde gebraucht. Sieht es gut aus, nehme ich alles raus. Jetzt ist fein, Kotelett so parat. Mache es warm Gemüse, mache auch kalt, aber warm schmeckt es halt anders. Aber es ist auch nicht schlecht. Jetzt, wenn ich aufmache, raus dran sehe, knusprig und innen dran. Feucht und es schmeckt gerade für mich gefallen. Und jetzt habe ich nur eine Spanade gemacht. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, probiert mal die Heime aus und es kommt sicher gut aus. Kommentar, wie das gegangen ist. Und wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert könnt, dann würde ich gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.